Wunderschönen guten Abend miteinander. Endlich, es wird aber wirklich Zeit, dass ich mich jetzt hier hinsetze und diesen Oscar verkoste. Also, seit einer Weile könnt ihr in meinen Stories und so sehen, dass es diesen Wodka gibt. Ich wurde oft gefragt, wo kann man ihn kaufen, etc. pp. Die Links sind einfach in der Beschreibung. Es gibt eine Facebook-Seite und eine Instagram-Seite von Knopp Premium Wodka. Mit denen zusammen mache ich das jetzt hier. Das ist auch nicht das Endprodukt, aber man kann natürlich nicht von Sekunde 1 ein Produkt, sag ich mal, auf den Markt bringen und ohne einen gewissen Absatz und so das halt schon vollendet machen. Also das ist im Prinzip jetzt hier einige Varianten, wie es ist. Man kann die Flaschen für 25 Euro irgendwie verkaufen, also 24,95. Was die Besonderheiten sind und wie es schmeckt und so, werde ich euch gleich erzählen und das verkosten. Ich weiß, es klingt komisch, aber ich habe noch nicht einen Tropfen davon gesoffen. Weil das ist wie mit den Deluxe-Boxen oder so, wenn ich ein Video mache, will ich wirklich den ersten Eindruck erhalten. Und ich mache mir jetzt einfach zwei Wodka E und werde die halt hier verkosten. Aber erstmal erzähle ich euch, was eigentlich das für ein Gesöff ist. Wie gesagt, wenn ihr was erwerben wollt, einen Online-Shop gibt es irgendwann später, einen richtigen, dann einfach eine Privatnachricht, entweder bei Facebook oder bei Instagram an die Seite. Gut, also, das ist die Flasche, die ich als erstes mit erhalten habe. Hier, das ist die leuchtende Version, die finde ich persönlich ziemlich geil. Da hat man hier so einen Knopf. Blinkt. Ja, ganz normal. Pfand Angels Wodka steht drauf. Hier ist, glaube ich, jetzt die größere Variante. Also das gibt es noch eine kleinere Variante. Das ist 07 hier, die hier, und das ist 05. Die billigere, sage ich mal so. Was man erkennen kann, hoffentlich jedenfalls. Hier schwimmt Blattgold drin. Also das ist natürlich nicht nur langweilig gemacht, nicht nur ein Aufkleber drauf und so. Die Wodkas haben immer noch irgendwas drin. Entweder ist es hier das Blattgold, dann das Licht oder halt hier der Zusatz. Zeige ich euch auch gleich nochmal. Ja, hier wurde schon ein bisschen was versoffen. Das habe ich glaube ich schon getrunken. Ich weiß gar nicht genau. Oder der Hector hat das weggesoffen. Ich weiß es gar nicht mehr. So, und dann haben wir hier noch was gekostet. Das sind die beiden Flaschen, die ich heute auch mal kosten werde. Ich sag's mal so, das hier ist ja dasselbe Inhalt wie hier. Die muss ich jetzt nicht aufmachen. Und ob das jetzt gelb, blau oder grün oder rot ist, macht ja auch keinen Unterschied. Jedenfalls nicht geschmacklich. Es gibt wie gesagt noch die genannten Farben, aber ich habe jetzt nicht von jedem eine Flasche. Ja, hier hat man halt den Effekt, das kennt man aus der Berliner Luft. Warte mal, bei der Große sieht man es noch besser. Die Glitter Nights oder wie die heißt. Von der Berliner Luft, das sieht jetzt auch geil aus. Aber hier, guckt euch das mal an. Auf jeden Fall ein richtig schicker Effekt. Ja, ist eine Besonderheit. Hier ist übrigens die große Flasche. Die gibt's, weiß gar nicht, ob es die schon gibt überhaupt. 1 Liter. Oder ob der sie mir nur für mich gemacht hat, müsst ihr einfach mal anfragen, wenn er die Nachrichten schreibt. Wie gesagt, die gibt es ja noch in den anderen Farben. Sieht aber auch geil aus. Wenn Licht dagegen schaut, sieht es natürlich noch besser aus. Aber es ist auf jeden Fall nicht langweilig. Das ist wichtig. Irgendwas zu kaufen, nur weil es gut aussieht, ist natürlich Quatsch. Es muss auch schmecken. Aber langweilig darf es auch nicht sein. Ja, und das finde ich halt echt nice. Wir haben dann noch auf den Varianten, die ihr bekommt, definitiv hier diese Sticker drauf, wo alles draufsteht. Auf den ersten Varianten sind keine drauf, keine Angst. Sowas gehört natürlich dazu. Wir haben ja Wodka mit 40%. Farbstoffe sind enthalten, E155, 171 oder 24, je nach Farbe halt, ist ja normal. Und dann habt ihr auch die Daten hier sozusagen von dem Produzenten, je nach Variante halt. Genau. Nicht schlecht. Also das ist ganz normaler Wodka mit 40%, obwohl das hier auch aussehen könnte wie halt dieser Berliner Luftpfeffi. Und ja, das dachte auch der gute Hector und hat dann halt einen sehr fetten Schluck genommen. Auf jeden Fall lustig. Ja, das sind halt wie gesagt die Varianten, die es so gibt. Hier fehlen halt noch blau und grün. Das sollte dann aber auch mal reichen. Genau. So, jetzt saufen wir auch mal das Zeug. Ich trinke den Wodka nicht pur, weil ich trinke Wodka überhaupt nicht pur. Also das Einzige, was ich persönlich pur trinke, ist ja Jägermeister, kennt man. Pfeffi natürlich und Grappa, das trinke ich auch ganz gerne. Aber alles andere trinke ich nur als Mischgetränk. Kann man sich jetzt streiten, ob wie die Meinungen sind, aber es ist auf jeden Fall mein Geschmack und ich trinke es natürlich auch nur so, wie ich es
gerne trinke. Also ich trinke gerne Wodka O, Wodka Cola oder Wodka E. So, eigentlich mein Lieblingsgetränk im Club. So, erstmal den hier. So, das ist eine normale Mische. Das ist jetzt aber relativ viel schon. Also wenn ihr im Club seid, bekommt ihr weniger. Ich mache kein Eis rein, deswegen sieht das natürlich weniger aus. Hier sieht man auch schon das Blattgold leicht rumschwimmen. Hat natürlich dann keine Auswirkung auf den Geschmack. So, aber das ist schon relativ viel drin, sag ich mal so. Je nachdem, für welche Variante ihr euch entscheidet, sieht es dann natürlich anders aus. Moment, ich mache mal kurz die Kamera auf, um das euch mal zu zeigen. Ist schon ganz cool. Seht ihr? Hier schwimmt das, dieses Blattgold direkt herum. Das ist jetzt das, was in der Oberfläche ist. Warte mal hier. Guckt euch das an. Muss nicht sein. Kann man aber auf jeden Fall machen. Und ich zeige euch das hier nochmal im besten Licht. Weil das sieht dann definitiv noch geiler aus. Guckt mal, wenn das mit Licht angestrahlt wird, wie krass das da aussieht. Schick ist es auf jeden Fall. Schick ist es auf jeden Fall. Gut, dann geht es aber wirklich mal an den Geschmackstest, weil das ist definitiv das Wichtigste. Ein Geschmacksvergleich ist jetzt auf jeden Fall nicht so einfach einzubringen. Weil, wie soll man das vergleichen? In Wodka, es gibt so viele Wodka-Sorten, jeder schmeckt wirklich anders. Deswegen will ich es nicht vergleichen, ich will es eher so einordnen in eine eher preisliche Kategorie. Also ich trinke am liebsten Belvedere und Grey Goose, sonst komme ich so an relativ wenig ran, was Wodka ist. Also ja, man merkt es ja nicht, was man im Club läuft, aber Smirnoff geht auf jeden Fall noch, Parlament geht und Absolut so. Das ist halt so die mittlere Kategorie und dann ist halt ganz unten so Moskowskaja, Kaliskaja und der ganze Schmarrn halt. Ja, mal gucken, wo ich das jetzt hier geschmacklich einordnen kann. Schmeckt anders als gedacht, jetzt ganz ehrlich. Es schmeckt jetzt nicht gerade nach Wodka, das riecht doch kaum nach Alkohol. Also wenn man es jetzt vergleichen würde vom Geruch her und vom Geschmack her, ist es wirklich ähnlich wie Grey Goose. Also ist auch nie billig. Ist ja, so eine Flasche kostet 24,95. Sind natürlich immer noch 10 Euro weniger als der Grey Goose, aber es ist trotzdem noch vergleichsweise teuer. Also das Doppelte von Absolut zum Beispiel. Da muss es ja auch ähnlich schmecken. Also wirklich gut. Ja, also ich mache nochmal etwas mehr. Ich will mich jetzt eigentlich nie betrinken, aber so. Aber mal um zu testen, wie so eine stärkere Mische schmeckt. Beziehungsweise ab wann es dann nicht mehr gut schmeckt. Das riecht aber auch nie nach Alkohol, so. Also so eklig, das ist schön. Ja, jetzt schmeckt es natürlich stärker, aber so ist eigentlich besser. Jetzt hier noch Eis rein, dann wäre es perfekt. Also ich trinke den auf jeden Fall zum ersten Mal. Ich glaube, ich habe schon was getrunken. Also das ist wirklich auf ein Level zu setzen mit Grey Goose. Das ist nicht gekühlt, muss ich jetzt noch dazu sagen. Der Wodka hier, die Wodkaflaschen sind alle Raumtemperatur und nur der Energy Drink war jetzt aus dem Kühlschrank. Entschuldigt diese Unterbrechung. Ich will auch nie an Zeit sparen mit dem Video, weil ich finde das jetzt wichtig, auf jedes Detail einzugehen und auch eine ehrliche Verkostung zu machen. Das soll nicht nur ein Werbevideo sein, das soll halt wirklich auch alle Fragen zu diesem Wodka beantworten. Weil ich will nie einfach irgendwie sagen, ja, kauft euch den Wodka hier, ist mein Logo drauf, cool. Nee, ich muss auch wissen, was ich hier bewerbe, beziehungsweise was ich hier in mich reinschütte oder was ihr halt vielleicht mal genießen könnt. Und deswegen ja, möchte ich auf diese Art und Weise das Ganze angehen. Also wirklich, wirklich gut. Ich kann jetzt viel erzählen, aber probiert's aus. Vergleicht es einfach mal mit einem Wodka für Vichy 7, 8 Euro und dem hier. Also
Geil. Also das werde ich definitiv auch wirklich trinken. Also da habe ich jetzt erstmal eine Weile nichts mehr, wo ich selbst was kaufen muss. Finde ich schön. Okay, aber das trinke ich später. Bevor wir jetzt hier komplett übertreiben, hole ich mir erstmal das nächste Glas. So. Ich hatte vorhin, ehrlich gesagt, nicht gedacht, dass ich so viel da reinmache. Ist egal, jetzt machen wir einfach noch weiter. Ich schütte das dann alles in mich rein, wenn das Video vorbei ist. Aber ich will ja hier eine Verkostung machen und keinen betrunken Dingsbums. Jetzt verkosten wir mal den hier. Schade, dass jetzt... Warte mal, ich nehme mal zum Mischen nicht den Red Bull, sondern den Monster hier, weil der, glaube ich, eine andere Farbe hat. Das wäre ja langweilig, wenn der auch rot ist. Ja, genau. Ja, der hat eine andere Farbe. Ist zwar nicht gekühlt, aber das ist mir jetzt egal. Ich quäle mir das jetzt rein. Es schmeckt natürlich viel besser, wenn das noch mit Eis ist und alles gekühlt ist. Also, aber das schmeckt schon, wenn es relativ... Es ist gar nicht mehr so stark gekühlt. Es schmeckt schon wirklich gut. Bin ich aber gespannt bei dem. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das überhaupt entscheidet, ob jetzt der einzige Unterschied eigentlich die Farbe ist oder ob es noch ein anderer Wodka ist. Aber hier ist auf jeden Fall ein anderer Hersteller von Wodka. Hier ist Unique Wodka aus Hamburg und bei dem anderen war es direkt der Knopf. Also, okay. Okay, ja. Der riecht auf jeden Fall ganz anders. Also der riecht nicht so gut wie der hier. Also definitiv... der duftet ja richtig fein schon. Also das ist ein definitiv guter Wodka. Der hier riecht schon unangenehmer. Aber geht. Also ist aber nicht so schlimm jetzt. Also stinkt jetzt nicht so nach Plastik wie halt das aus dem untersten Regal. Und dann schütten wir jetzt einfach mal was hier rein. So. Mal sehen, wie das Getränk dann aussieht. Oh ja, der Effekt ist in dem Mischgetränk drin. Das finde ich cool. Ich mache mal kurz die Kamera ab und zeige euch das im Licht. Beim Licht sieht es natürlich viel geiler aus. So sieht dann das Getränk aus. Hier ist jetzt nicht so viel Wodka drin. Also es ist natürlich eine angenehme Mische, sage ich mal so. Und so das Licht hält, sieht man es genau. Das sieht schon geil aus. Also wenn man damit Cocktails macht und so, cool. Definitiv. Sehr cool. Okay, dann machen wir mal weiter hier. Und jetzt wird der verkostet. Ist natürlich jetzt aber auch mit einem anderen Energy Drink. Aber finde ich auch ganz wichtig, damit ja, ein Unterschied hat. Also das ist... Der roch jetzt, der riecht halt viel stärker. Also der riecht jetzt nicht so fein, der riecht eher schon so alkoholisch, aber der schmeckt aber auch. Man schmeckt ihn nicht so stark raus. Das ist schon. Es ist jetzt um einiges mehr, als man zum Beispiel in einem Club oder in einer Bar bekommt, einen Alkoholanteil. Aber so eine Mische macht man sich zu Hause ja eher schon noch, wenn man feiern geht oder so. Stinkt nicht nach Alkohol, so. Also. Okay, also ich bin wirklich vom Geschmack hier auch überrascht. Dafür, dass dieses Getränk hier Raumtemperatur hat, schmeckt das gut und hier ist nicht wenig drin. Krass, also hätte ich jetzt nicht gedacht, der vom Geruch her, also wenn man direkt dann riecht, nicht angenehm wirklich, muss ich ehrlich sagen, aber vom Geschmack her positiv überrascht. Es ist sehr stark jetzt, das merkt man so auch jetzt, wenn man es dann gleiten lässt, aber angenehm zu trinken, definitiv. Schön. Also ich freue mich gerade. Mir hätte es jetzt persönlich nicht gefallen. Hätte ich jetzt das Zeug verkostet und hätte ich jetzt sagen müssen, nee. Nee. Das wäre scheiße. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich kann euch jetzt auch nicht anlügen. Ihr wisst es ja. Also wenn ihr euch jetzt so eine Flasche bestellt und dann schmeckt der scheiße, dann kriege ich es ja ab. Und das bringt mir nichts. Also ich habe nie was davon, euch zu belügen oder so. Gerade wenn ich ein eigenes Produkt mit bewerte.
Für die, die sich jetzt übrigens aufregen, dass ich die Verkostung nicht zusammen mit dem Mädchenvieh gemacht habe, mein Vater trinkt keinen Wodka, der mag das gar nicht. Aber eigentlich alle so meine Kumpels mögen das. Ja, also das, ich will jetzt nicht viel länger quatschen, eine Viertelstunde Video ist schon sehr lange. Ich trinke das jetzt noch in Ruhe aus. Ich muss wirklich sagen, ich bin vom Geschmack sehr positiv überrascht. Der helle riecht, also duftet auf jeden Fall besser als der. Ich weiß jetzt nicht, worauf das zu begründen ist, weil ich nicht denke, dass mehr als die Farbe ein Unterschied ist. Ja, so viel dazu. Also wir sehen uns auf jeden Fall auf der Mindestparty. Da bringe ich auch nochmal was mit. Und wer hier kosten möchte, sagt einfach Bescheid. Definitiv besser als gedacht vom Geschmack her. Okay, das klingt jetzt schon wieder böse. Aber naja, nur mal ein Fazit zu ziehen. Leicht angeheitert, aber nur ganz leicht. Einen leeren Magen. Für 25 Euro die Flasche haben wir einen ähnlichen Geschmack wie Grey Goose. So Belvedere oder Noble oder so kommt er jetzt vielleicht nie ganz ran, aber definitiv besser als Absolut oder ähnliches, wo die Flasche so 12 bis 15 Euro kostet. Schön. Also ich bin positiv nicht überrascht, sondern halt ja Maßt, keine Ahnung. Irgendwie soll das Video jetzt wirklich dringend spenden. Jedenfalls, danke fürs Zuschauen. Und wer hier Interesse hat, so eine Flasche sich zu gönnen, guten Appetit. Und nicht zu viel saufen. Genuss mit Verantwortung. Auf Wiedersehen.